Hallo, ich habe da mal wieder ein bisschen was experimentiert. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Ja, ein bisschen was experimentiert tut. So, und zwar, eigentlich haben wir schon immer und schon länger diesen Ordner öffentlich, ne, in unserem Nautilus, ne, da haben wir viele Ordner und unter anderem öffentlich habe ich eigentlich nie wirklich benutzt, ne, weil öffentlich wollte ich gar nicht mal so sein. Gut, jedenfalls, falls man das mal nutzen will, ne, öffentlich, ne, dass man hier im lokalen Netzwerk einen Ordner freigibt, ne, als wäre man so ein kleiner Server. Dafür gibt es eigentlich, ne, eigentlich gibt's da die persönliche Dateifreigabe, dafür persönliche Dateifreigabe. So, bei mir war es so, diese Funktion kann nicht aktiviert werden, da die benötigten Pakete nicht auf ihrem System installiert sind. Gut, welche benötigten Pakete fehlen denn da, ne? Welche Pakete fehlen dann? Gehen wir kurz mal in die Synaptic-Paketverwaltung. Da fehlt einmal Apache 2.2 Bin und Apache 2.2 Common. Wer das mal testen will, gegebenenfalls mal neu starten. Kam ich aber auch nicht, zumindest bei meinem etwas verbastelten System, nicht wirklich weiter. Ich konnte zwar dann was freigeben, konnte dann vom anderen Ubuntu-Rechner aber nicht so wirklich darauf zugreifen. Ich denke, das lag aber an meiner Rechtevergabe oder nicht das richtige System benutzt. Jedenfalls bin ich dann irgendwann drauf gekommen. Jetzt ist alles zu spät, habe ich mir gedacht. Jetzt benutze ich mal Dolphin. Ne? Dolphin kennt man ja von KDE, kann man ja nachinstallieren. Und könnte man ja mal, ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt der einzige Rechner hier im Netzwerk ist, als einziger Ubuntu benutzt, die anderen sind alle Windows, ne? Und jetzt hat man keinen USB-Stick. Wie kann man den anderen Windows-Usern oder einem anderen Ubuntu-Rechner über eine Samba-Share den öffentlichen Ordner zugänglich machen? Rechtsklick drauf. Ne? Mit Dolphin, der eigentlich aus dem KDE-Projekt stammt, ne? Den Ordner. Kommst du wieder her? Gut. Öffentlich Dolphin. Jetzt habe ich das so schön schwarz gemacht. Sieht kein Mensch mehr, was ich hier mache. Egal. Da gibt es noch die Freigabe, ne? Freigabe. Mit Samba freigeben Microsoft Windows. Ne? Also wie gesagt, wer dann das mal testen möchte, kann das mal machen. Ne? Da kann man auch einen Gastzugang zulassen und everyone kann lesen oder hat volle Kontrolle oder wie auch immer. Kann man mal mit den Freigaben spielen. Falls Samba nicht installiert ist, erscheint hier gegebenenfalls noch die Möglichkeit, Samba zu installieren. Das ist so ein Dingenskirchen, damit man halt Freigaben für Windows erstellen kann. Nachteil von Samba ist, da gehen nicht alle Dateinamen, die bei Linux so gehen, aber es tut dann erstmal gehen. Gut, jedenfalls, wenn wir das so fabriziert haben, dann könnten wir auf dem anderen Rechner, ne, nicht mit dieser persönlichen Dateifreigabe, anderer Rechner, der möchte jetzt auf diesen öffentlichen Ordner zugreifen von diesem Rechner. Der könnte das Netzwerk durchsuchen, hat bei mir dann auch nicht so richtig hingehauen. Ne? Der hat sich einen Wolf gesucht. Ne? Einen Wolf gesucht. Gut, gegebenenfalls den Rechner, der als Server dient, wo Samba installiert ist und wo mit Nautilus der öffentliche Ordner öffentlich freigegeben wurde, dann anders ansteuern. Ne? Mit dem Nautilus auf dem anderen Rechner, Nautilus mit Server verbinden. So, mit Server verbinden wäre dann verbinden von dem Klientrechner auf diesen Ordner. Ich mache das hier mal, damit ich das überhaupt im Video zeigen kann, auf demselben Rechner. Serveradresse wäre dann SMB Doppelpunkt. Und dann machen wir mal so zwei Striche. Dann am besten die IP-Adresse direkt des Zielservers, ne? Also da, wo der Ordner öffentlich ist. 192, hier in meinem lokalen Netz ist 1. 020 ist das jetzt bei mir. Falls ihr die IP-Adresse des Servers nicht kennt, auf dem Server ein Terminal starten und mit ifconfig die IP-Adresse des Servers rauskriegen. Auf dem Klienten, ne, auf dem anderen Rechner, der jetzt auf den öffentlichen Ordner zugreifen will. Dann die IP-Adresse hier, also smb:// 192.168.0.20 und dann noch öffentlich. So, und da kann man da verbinden. So. Und das sieht dann auf dem Klienten so aus, auch wie hier.
Dann habt ihr so ein Dingenskirchens, SMB, Doppelpunkt, Doppelslash, 192.168.020, öffentlich. Dann sehe ich dann zum Beispiel eine Testdatei. Meistens ist das dann so, dass ich da nicht sofort drauf schreiben kann. Ne? Gegebenenfalls dann mit Rechtsklick auf dem Server in den Ordner öffentlich und da gegebenenfalls noch Rechte vergeben. Gut, hier mit dem Pfeil kann man es wieder aushängen, wenn man es denn will. Wie gesagt, meistens kann man dann kein neues Dokument erstellen. Man kann aber auf diesen Ordner zugreifen, ne? Und somit könnte man vom Server aus, ne? Vom Server aus, wo der Ordner öffentlich ist, mal eben für alle Rechner im lokalen Netzwerk diese Testdatei mal publizieren, ne? Falls man mal keinen USB-Stick dabei hat. Man hat ein Ubuntu Netbook dabei und will es den Windows-Usern rüberschieben oder anderen Ubuntu-Rechnern, wäre das eine von vielen Möglichkeiten, nicht unbedingt die beste. Aber wer es halt gerne grafisch hat und nicht übers Terminal, über SSH oder ähnliches, der kann es mal so probieren. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.